Hallihallo und grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Das sind meine Zutaten. Was das wird, gleich nach dem Intro. Also, bleibt dran! So, da. Heute machen wir uns einen Burger. Die Zutaten habe ich alle daheim gehabt. Das sind Burger Buns, die habe ich mal gemacht. Die sind recht dünn, die mag ich so. Da habe ich auch 3 Aged Fleisch. Das ist ein Rump Steak, habe ich 2 Stück, das sind ungefähr 500 Gramm. Da habe ich dann Gurkerl, Essiggurkerl, ganz klein hergeschnitten, ein Essiggurkerl und 2 Esslöffel Essiggurkerl Soft ist da drinnen. Da hervorne habe ich ein bisschen Zwiebel ganz fein hergeschnitten. Da ist ein Esslöffel Tomatenmark, da ist ein halber Esslöffel Mayonnaise, ein kleiner Teelöffel süßer Senf und ein bisschen Knoblauch. Da habe ich einen Cheddar-Käse, da habe ich die Garnitur, ein bisschen an Rucola, Zwiebelringe und da habe ich so Cherry-Tomaten. Ich habe keine anderen daheim gehabt. Das ist alles. Dann fangen wir mal an, dass wir uns einmal die Soße machen. So, da ist das Essiggurkerl und ein bisschen Gurkelwasser. Da kommen jetzt die ganzen Zutaten rein. Da ist alles drinnen. Jetzt tue ich nichts anderes wie das ordentlich vermischen. Das ist jetzt so fertig. Das muss noch ein wenig ziehen, deswegen machen wir das als erster. Das drehen wir jetzt beiseite und dann kümmern wir uns um das Fleisch. So, da ist das Fleisch liegen. Das habe ich ganz vergessen. Ich brauche Salz und einen guten Pfeffer. Den brauchen wir dann, damit wir uns die Patties machen. Ich schneide jetzt einmal das Fleisch her. Das schneiden wir uns einfach so in Würfel, dass die Maschine wolfen kann. So, und das jagen wir jetzt durch den Fleischwolf. So, das war's. So, da haben wir es jetzt gewolft. Schaut her mal, das ist die mittlere Stufe. Da kommt jetzt nur Salz und Pfeffer und sonst nichts. Da habe ich ein bisschen Pyramidensalz. Das schaut nur viel aus, ist aber nicht viel. Und da kommt jetzt der Pfeffer. Das ist so eine Pfeffermischung. Das nennen sie da schwarzes Gold. Das sind verschiedene Pfeffersorten. So. Weniger ist oft mehr. Und das tue ich jetzt ordentlich durchkneten. Und da draus formen wir jetzt die Patties, einfach so mit der Hand, ungefähr 4 Stück, die mache ich mal, dann sehen wir uns wieder. So, so schaut es aus, da habe ich 4 so Patties zusammengebracht, da habe ich ein bisschen so eine Frischhaltefolie dazwischen da, damit das dann draußen schön auseinanderbringen. Und jetzt packen wir alles zusammen und gehen raus zum Grill und machen uns die Burger. So, jetzt haben wir den Oberhitzegrill, den habe ich jetzt einmal angeheizt. Da nehme ich jetzt mein Brötchen. Und das tue ich als erster mir ganz kurz anbraten. Da taste ich mich mal, je nachdem, vielleicht muss ich weiter rauf. Schauen wir mal.
Da schaut es einmal. So schauen sie jetzt aus. Die tue ich jetzt einmal beiseite. Da habe ich meine zwei Patty. Und die tun wir mal rein. Schauen wir mal rein. Mal lassen wir noch weg. Schon zusammen, das ist genug, jetzt drehe ich es einmal um. Und hinein mit einer. Man sieht richtig, wie das Fett oben tropft. Für das gibt es die Tropfschale. Da schauen wir wieder nach. Das muss genügen. Und jetzt drehe ich es wieder um. Auf die ist es heiß und die andere Seite ist kühler. Und auf die andere Seite dann muss ich den Käse auffüllen. Also drehe ich es wieder um. Da habe ich jetzt den Käse aufgelegt und den Oberhitzegrill habe ich ein wenig zurückgedreht. Jetzt tue ich es da auf die unterste Stelle. Da lassen wir es drin, schaut her mal, da schmilzt es eh schon. Und dann sind wir fertig. Schaut sich das an. Also wenn das nicht fertig ist. So, da basteln wir, das ist der Boden. Jetzt da kommt die Soße, die wir uns gemacht haben. Auf Fervus. Dann ein bisschen Gemüse. Nur als Deko. Dann da die Nummer 1. Die Nummer 2. Dann ein bisschen Zwiebel, den habe ich noch daheim gehabt. Und wie gesagt, ein paar Tomaterl. Andere habe ich nicht daheim gehabt, aber es macht gar nichts. Ich habe auch ein bisschen Tomatenzeug drauf, Deckel drauf. So schaut er aus. Mein 3-Edged Burger vom Oberhitzegrill. Und da schneiden wir jetzt einmal rein. So, dann schneiden wir da mal rein. War richtig knusprig. Und wenig Brot, mehr Fleisch. Genauso wie ich es will. Könnt ihr das sehen? Wie saftig das ist. Und da beiß ich jetzt einmal an. Ich sag's euch, das Wetter ist verrückt. Zuerst schier, jetzt schön, jetzt scheint voll die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Da ist der Burger. Auf euch. Da beiß ich jetzt mal rein. Also, müssen wir es einmal probieren. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht von Oberhitzegrill. Und das mit einem 3-Edged Fleisch funktioniert auch super. Das war jetzt einmal ein ganz einfacher Burger vom Oberhitzegrill. Kann jeder mal nachmachen. Wer einen Oberhitzegrill hat, geht natürlich auch auf den Griller. Aber ich muss nochmal, Entschuldigung. Und das Fleisch ist wirklich saftig, obwohl es ein 3-Edged ist. Weil es im Oberhitzegrill gar nicht so Zeit hat, oben und unten gleich die Bohren zu machen, umdrehen, Käse drauf und fertig. Probiert es einmal aus. Wenn euch das Video gefallen hat,
Vielleicht gebt mir einen Daumen nach oben, ich darf mich freuen. Oder abonniert meinen Kanal, da oder dort. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir vielleicht in den Kommentaren, wer auch schon mal am Oberhitzegrill einen Burger gemacht hat. Ich darf mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue Grill. Und tschüss.